Irdischer Prolet, Träumer, unverbesserlicher Integrator, so sah er sich. Luther Bieski, Kulturwissenschaftler, Parteivorsitzender, Abgeordneter in drei Parlamenten. Das ist übrigens ein sehr kaltes Haus. Vom Gefühl her so richtig heimisch kann man hier nicht werden. Na, alles Blech. So. Bieski, 1941 geboren in Hinterpommern. 1947 flüchtete seine Familie nach Schleswig-Holstein. Lothar, das Flüchtlingskind, geschiedener Eltern. Die Mutter, Tagelöhnerin. Armes Pack, rief man im Dorf. Es gab welche, die hatten eben Lebenschancen und es gab welche, die hatten fast keine Lebenschancen. So wie mein Vater, der konnte seinen Namen schreiben, mir nicht. Und er war dennoch ein sehr kluger Mann. Also, aber wo waren da Lebenschancen? Als 18-Jähriger wechselte Bieski die Seiten. 1959 zog es ihn in die DDR. Gegen den Strom, nicht zum letzten Mal in seinem Leben. Im Osten machte er Abitur, studierte in Berlin und Leipzig Philosophie und Kulturwissenschaften, wurde Medien- und Jugendforscher. Der Sozialismus und die DDR, für ihn in den 60er und 70er Jahren die Entdeckung einer Welt. Da war Vietnamkrieg, da gab es plötzlich Allende als Hoffnung, ein demokratisch gewählter Präsident in Chile. Da gab es die Befreiungsbewegung, da gab es unser Engagement im Kampf gegen Apartheid in Südafrika und all diese Dinge, da gab es Che Guevara, da gab es Fidel Castro, eine Welt voller Hoffnung, meine Welt. Als Bieski Mitte der 80er Jahre Rektor an der Potsdamer Hochschule für Film und Fernsehen wurde, war die Aufbruchstimmung verebbt. Jedenfalls konnte er das in den Filmen seiner Studenten erleben. Bieski war unkonventionell, stellte sich gegen den Strom der Bevormundung und vor seine Hochschüler. Auch im wörtlichen Sinne, welcher DDR-Professor ließ sich schon nackt filmen? In der Öffentlichkeit des DDR-Fernsehens 1986 schimmerte der Realitätssinn des Professors durch. Was ich meine, was vielleicht in der Zukunft eine größere Rolle spielen könnte, ist eine energische und vielleicht auch gelegentlich härtere Diskussion über das, was haben wir erreicht, wo stehen wir heute, wo ist das Weltniveau. Dann die Wende. Am 4. November 1989 redete Bieski auf der größten Demonstration der DDR-Geschichte. Mein Fehler und der Fehler meiner Generation darf nicht wiederholt werden. Wir dürfen nichts auf die Umstände schieben. Wir müssen die Demokratie ernst nehmen. Und da bin ich dann hin mit weichen Knien. Ich weiß nicht, waren es 500.000 oder eine Million. Ich war ja richtig, schüchtern war ich nicht, aber ich war ja richtig, das habe ich ja noch nie gemacht. Und da habe ich dann die Amtsinhaber aufgefordert, sich demokratisch legitimieren zu lassen. Und da war ich plötzlich in der Politik. Ich wusste, ich war in einen Mechanismus geraten. Dann haben sie mich vorgeschlagen zu einem dieses Arbeitsausschuss. Dann gab es einen Sonderparteitag. Ja, und Gysi hatte ich kennengelernt. Und so bin ich in die Politik geraten. Halb zog es ihn, halb sank er hin. So war das ja. Gegen den Strom. Als Genossen in Massen aus der Partei austraten, ging Bieski in die neue SED-Führung hinter Gregor Gysi. Am runden Tisch der Wendezeit vertrat er die inzwischen umbenannte Partei des demokratischen Sozialismus. In den Bonner Bundestag wollte er für die PDS nicht. Stattdessen wurde er 1990 Fraktionschef im Brandenburger Landtag. Und blieb es 14 Jahre lang. Seine Opposition zur ersten, der Ampelkoalition von Manfred Stolpe, war äußerst gemäßigt. Das Miteinander nannte man den Brandenburger Weg. Die größte Herausforderung für Bieski, er war Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, der die Stasi-Vorwürfe gegen den Ministerpräsidenten klären sollte. Fazit nach 2 Jahren. Meine Meinung, Stolpe war auf Seiten der Kirche. Ich will aber etwas vorausschicken. Ich glaube, er war ein loyaler DDR-Bürger. Ein paar Jahre später dann tauchte Bieski selbst in Akten der Gauck-Behörde auf. Doch mehr als einige Bemerkungen über ihn und später 2 Karteikarten aus der Rosenholz-Datei wurden nie bekannt.
Ich schließe allerdings aus, dass etwas kommen könnte, was also unredlich wäre in dem Sinne, dass ich Menschen bespitzelt habe ohne deren Wissen. Das schließe ich aus. Ich schließe aus, dass eine strafbare Handlung in irgendeiner Weise vorliegt. Und ich schließe auch aus, dass also beispielsweise ich in der Auslandsspionage tätig war, denn das müsste ich ja wohl wissen. Es ist wahr, dass ich als junger Mann für Dr. Sorge geschwärmt habe, aber ich war nicht in Tokio, ich kann auch nicht funken. Es ist wahr, dass ich, wenn Che Guevara gerufen hätte, sicher nach Bolivien gegangen wäre, aber er hat mich nicht gerufen. Gerufen hat ihn die PDS. 1993 wurde er zum Bundesvorsitzenden gewählt, löste Gregor Gysi als Parteichef ab. Die beiden teilten sich nun die Führung von Fraktion und Partei. Lothar Bieski, der Herr im Kalibknechthaus. Hier moderierte er zwischen den Flügeln, stemmte sich gegen Sektierer und setzte sich sogar körperlich für seine Partei ein, als 1994 das Berliner Finanzamt 67 Millionen Mark Steuern nachforderte, hielt Bieski dagegen, ungewöhnlich radikal. Mit prominenten Mitstreitern trat er in einen Hungerstreik. Es ist einfach unerträglich, so etwas zu fordern, das wäre das Ende der PDS. Und da fühle ich mich schon in der Verantwortung. Ich kann nicht zulassen, dass die Partei morgen den Konkurs anmelden muss. Dazu kam es nicht. Die PDS gewann vor Gericht, musste nicht zahlen. Die Partei kam dennoch nicht zur Ruhe. Flügelkämpfe, Programmstreit. Nach 8 Jahren fühlte sich Bieski wie die finale Mülltonne der PDS. Wir haben hinreichenden Vorrat an Polarisierern. Der Vorrat an Leuten, die das Ganze zusammenhalten, ist nicht so groß. Und jede Partei soll sich entscheiden und muss sich auch entscheiden. Er hatte sich entschieden. Und nun sage ich, macht's gut, Genossen. Nein, macht's besser, liebe Genossinnen und Genossen. Macht's doch besser. Bieskis Rückzug folgte Gregor Gysis Abschied vom Fraktionsvorsitz. Gelassen, fast gelöst wirkte die Abschiedsfeier. Als Freunde teilten sie sich sogar den Ausstieg. Es gab wirklich Dinge, die er besser konnte. Also ich habe ihm ja alles dann oder fast alles in der Partei überlassen. Das konnte er viel besser. Aber auch im Fernsehen hatte er seine eigene Spezifik. Zum Beispiel strahlte er eine Ruhe, eine Gelassenheit, eine Friedfertigkeit aus, dass alle Unterstellungen im Sinne von einer aggressiven, besonders extremistischen Partei, also das prallte einfach an seiner Person so ab und war völlig unglaubwürdig. Da war er besser als ich. Geplant war ein Rückzug in Raten. Mehr Zeit fürs Lesen, Texte schreiben, Schluss mit dem Kettenrauchen. Nach vielen Jahren in Hohenneuendorf nördlich von Berlin baute Bieski im sächsischen Schildau die Datsche zum Alterswohnsitz um. Ein Projekt für Jahre. Wenn man dann Politik macht, dann sitzt man nur oder man steht in irgendwelchen Versammlungen, man redet und redet und redet und liest und liest und liest und keine Bewegung. Und manchmal habe ich so das richtige Bedürfnis, jetzt irgendwas zu tun, wo man ein Resultat sieht. Da hinten gibt es einen wunderbaren Fußboden, den habe ich heute gelegt. Und das sieht man, das riecht man und das macht mir Spaß. Ja. Hier nach Schildau in Sachsen zogen die Bieskis später um. Hierher war die Familie schon in DDR-Zeiten an vielen Wochenenden gekommen. So. Das sind verschiedene Ikonen und die hingen hier in der sogenannten Spinnestube. Die war voller Kerzen und Ikonen. Und wenn dann die Kerzen geflackert haben und der Kerzenschein auf die Ikonen fiel, dann wussten wir, jetzt haben wir Freizeit. Jetzt sind wir woanders, jetzt sind wir nicht im Stress. Seit 1964 war er mit Almut Bieski verheiratet, einer Kultursoziologin. Sie hatten 3 Söhne, 2 sind prominent. Norbert, geboren 1970, ist Maler mit ganz eigenen Assoziationen zu den politischen Extremen des 20. Jahrhunderts. Bieski, ein Familienname, der nach mehr klingt als nur Politik. Eine spielte in der Familie dann doch eine Rolle. Nicht die Frage, ob man immer einer Meinung ist, aber die Frage, ob man etwas kann, ob man etwas weiß, ob man etwas, ein Argument hat und nicht nur einfach, ich bin dafür oder ich bin dagegen. Das spielte immer eine Rolle und da freue ich mich über die Söhne. Natürlich auch über die Möglichkeiten, die sie haben. Der älteste Sohn Jens, Jahrgang 1966, ist Journalist und Publizist.
Mit seinem Vater war er nicht immer einer Meinung, wenn es um die DDR oder Hartz IV ging. Das war öffentlich nachzulesen. Ein Problem für Bieski Senior? Nein. Wir haben auch in der DDR offen diskutiert. Und das ist ja das Glück, vielleicht auch ein Teil des Glücks, warum wir noch alle gut miteinander können. Wir haben uns nicht gegenseitig unterdrückt in der Meinungsäußerung. Und das wird auch jetzt in der Bundesrepublik nicht der Fall sein. 2002 geriet die PDS in eine schwere Krise. Die Partei verlor die Bundestagswahl, die Führung zerstritt sich. Bieskis Nachfolgerin Zimmer trat zurück. 2003 der Rückfall. Lothar Bieski ließ sich wieder in die Pflicht nehmen, wurde Parteivorsitzender. Sein Ziel, nach der nächsten Wahl, sollte die PDS wieder als Fraktion im Bundestag vertreten sein. Die Herausforderung kam schneller als erwartet. Neuwahlen 2005. Lothar Bieski gelang es, Oskar Lafontaine und die WASG für ein Wahlbündnis auf PDS-Listen zu gewinnen. Und Bieski selbst war als Bundestagskandidat wieder voll im politischen Geschäft. Im Gegenstrom von Sozialreformen wie Hartz IV. Mit 64 ging er noch einmal auf Wahlkampftour. Die Linke zog mit 54 Abgeordneten in den Bundestag ein. Bieskis größter politischer Erfolg. Doch schon bald folgte Bieskis größte politische Demütigung. Bei der Wahl zum Bundestagsvizepräsidenten fiel er 4-mal hintereinander durch. Die Ablehnung hat ihn tief getroffen. Nun habe ich etwas Zeit, ich will nicht sagen gewonnen, aber etwas mehr Zeit. Und diese Zeit werde ich auf jeden Fall Minute für Minute zur Stärkung der Linkspartei einsetzen. Die Partei brauchte ihn noch einmal. Von 2007 bis 2010 war er an der Seite von Oskar Lafontaine, der Co-Vorsitzende der neu entstandenen Linken. Aber auch die Ost-West-Partei zerrieb sich in Grabenkämpfen, unter denen er litt. Wir brauchen die offene politische Debatte in unserer Partei. Was wir nicht brauchen, ist der Machtkampf zwischen ideologischen Strömungen. Seit 2009 war Bieski dann im Europaparlament. Vor seinem 70. Geburtstag im letzten Jahr trat er aber vom Fraktionsvorsitz der Europäischen Linken zurück. Begründung: die Gesundheit. Sein heutiger Tod kam überraschend. Er hat uns alle geprägt. Er hat uns gezeigt, wie man miteinander umgehen muss, auch zwischen den unterschiedlichen Parteien. Dass man sich einbringen muss, dass man zu seinen Überzeugungen stehen muss und dass man auch etwas bewegen kann. Ich glaube, er war auch ein Stück Hoffnungsträger für nicht nur Mitglieder der PDS damals, sondern generell für Brandenburger. Es geht auch mit einem anderen politischen Stil. Er hat keinen Hehl aus seiner Position gemacht. Aber er hat auch immer mit Ausschau gehalten, wie kann man Wege finden, die letzten Endes auch dem Land und den Menschen zugutekommen könnten. Und er war insofern ein Politiker, der nicht Parteipolitik in erster Linie gemacht hat, sondern Politik als Instrument, Menschen und dem Land zu helfen.